Ja, so eine kleine Vorschau auf das Speedskating-Kriterium machen wir heute mal gemeinsam mit dem Philipp Forstner. Hallo Philipp. Hallo Olli. Philipp, du bist schon in diesem Jahr bei zwei Europacups gewesen, beim ersten in Portugal, beim zweiten dann in Geising und jetzt steht der dritte bevor. Hast du im letzten Jahr oder bis in den letzten Jahre dann ja, ein bisschen kürzer treten müssen, gesundheitlich. Jetzt dieses Jahr, was ist angesagt? Also dieses Jahr ist erstmal viel Erfahrung sammeln angesagt. Die letzten zwei Europacups in Portugal und der in Geisingen, die waren ganz gut. Die haben gezeigt, meine Leistung ist schon mal fast so, wie sie früher war. Da fehlt natürlich noch ein bisschen was und ich muss mich an das hohe Tempo bei den Aktiven gewöhnen. Aber auf jeden Fall bin ich mit meinem Leistungsstand aktuell zufrieden, weil nach den 2 Jahren Pause kann ich nicht erwarten, dass ich direkt wieder so laufe, wie ich früher gelaufen bin. Und jetzt erhoffe ich mir für das Kriterium dieses Jahr, dass ich vorne mitfahren kann. Natürlich ist es super schwer, ganz vorne mitzufahren, aber im A-Finale in der Topgruppe mitfahren, das ist auf jeden Fall mein Ziel. Okay, A-Finale heißt also in dem Fall die Langstreckenpunkte und Ausscheidungsrennen, oder? Genau, für mich, ich konzentriere mich mehr auf die Langstrecken, also das sind dann die Punkterennen und das Ausscheidungsrennen. Und da versuche ich wirklich vorne mitzufahren und eine Top-Platzierung zu ergattern. Dann drücken wir natürlich die Daumen. Was kannst du den Zuschauern empfehlen? Ja, früh da sein und auf jeden Fall kein Rennen verpassen von den Aktiven. Die sind immer super spannend und es ist eine super Stimmung dort. Okay, also Freitag geht's los mit dem Sprintcup, Samstag, Sonntag dann die Langstrecken. Was macht die Konkurrenz? Hast du mal auf die Meldeliste geguckt? Wir haben ja bei ja, so vielen Nationen, 33 Nationen mittlerweile, die gemeldet sind, fast 700 Skater. Ja, die Konkurrenz, die schläft nicht, die trainiert auch immer die ganze Zeit rund um die Uhr. Jetzt in Geisingen war super besetzt, aus der ganzen Welt kamen die Nationen und das wird sich in Groß-Gerau nicht ändern. Da haben wir auch wieder unzählige Länder hier am Start und aus jedem Land die Top-Skater. Das wird mit Sicherheit ein spannendes und starkes Rennen. Ja, dann drücken wir die Daumen und freuen uns natürlich auf viele Zuschauer, die unsere Groß-Gerau anfeuern. Danke, Philipp. Bitteschön.